Hallo und herzlich willkommen zu Sonntags mit Lillis. Wie auch schon im Januar folgt es im Februar weiter, dass wir am ersten Sonntag im Monat etwas zum Thema Lettering machen. Und das möchte ich heute wieder mit euch machen. Und wir brauchen heute gar nicht so viele Sachen. Wir werden heute ein Buntstift-Lettering zaubern. Das haben wir schon lange nicht mehr zusammen gemacht. Und da ja auch Valentinstag recht bald vor der Tür steht, dachte ich mir, wir machen etwas passend dazu. Ich möchte jetzt aber kein traditionelles Ich liebe dich oder irgendwie irgendwas in der Form mit Happy Valentine oder irgendwie sowas. Denn ich dachte mir, wir nehmen vielleicht einen Satz, den wir einfach Menschen gegenüber sagen oder überreichen können, die wir einfach lieben und gern haben. Und zwar, indem wir ihnen ein Kompliment machen. Ich habe mich für das Kompliment Du bist toll entschieden und das ist einfach ein Satz, den wir jedem, den wir gern haben, an den Kopf werfen können, positiv. Ihr könnt natürlich auch jegliches anderes Kompliment. Du bist hübsch, du bist großartig, du bist genug, du bist alles, du bist meine Welt oder was auch immer. Ich möchte euch zeigen, wie sowas aussehen kann, die jetzt vielleicht auch nicht immer unbedingt thematisch passen. Und zwar habe ich hier einmal ein Buntstift-Lettering unter dem Meer. Und das Schöne bei dem Buntstift-Lettering ist, wir werden hier auf jeden Fall auch so ein Blending reinsetzen. Natürlich kann man auch ein traditionelles Ich liebe dich nehmen. Also das steht ganz frei in eurer Entscheidung. Buntstift-Lettering. Und dann habe ich hier natürlich auch noch zwei Worte. Also man kann ganz bunt blenden mit Buntstiften oder auch ganz einfarbig. Und das möchte ich heute mit euch zusammen machen. Welche Farben ich benutze und was wir dazu brauchen, das zeige ich euch jetzt. Es ist ganz schnell aufgezählt, was wir brauchen, denn wir brauchen ein weißes Blatt Papier und ein paar Buntstifte. Vielleicht sogar zwei weiße Blatt Papier, damit wir uns vorher vielleicht Gedanken machen können, wie soll mein Lettering aufgebaut sein. Und dann die Farben eurer Wahl, wie ihr gerne farblich euren Satz, euer Wort repräsentieren möchtet. Ich habe hier so eine ganze Palette, die sind überwiegend alle von Faber-Castell. Da sind auch noch ein paar von Kohinoor dazwischen. Legt euch vielleicht noch einen Anspitzer bereit, einen Bleistift und einen Radiergummi für die Skizze gleich. Und ich wähle hier mal eben meine Farben aus. Was nehme ich denn für Farben? Ich werde diese drei Farben benutzen. Das ist einmal ein Rot von Faber-Castell. Auch hier, die beiden sind von Faber-Castell, Albrecht Dürer, und das ist einmal ein Krabblack-Rosa und ein Dunkelrot. So, die beiden werde ich jetzt noch anspitzen. Und dann werde ich mir noch kurz überlegen, wie wir dieses kleine, aber feine Lettering zaubern wollen. Okay, du bist toll. Bei so einem kurzen und knappen Kompliment muss nicht ein Wort unbedingt im Vordergrund stehen. Wir können alle Worte gleich groß machen und so werde ich das auch machen. Und zwar lassen sich diese drei Worte mit einem kleinen Schmuckelement als Herz wunderbar als gesamtes Herz darstellen. Und ich habe es tatsächlich schon öfter in der Form geschrieben. Und ihr seht, ja, eine kleine Herzform. Um dem Ganzen, das habe ich ganz vergessen, um das so darzustellen, beziehungsweise gleich schön ausmalen zu können, benutze ich einen grauen Brushpen. Einen hellen grauen Brushpen. Ihr könnt euch natürlich, wenn ihr ein dünneres Papier nehmt, könnt ihr das hier durchpausen. Ich werde es aber nochmal frei schreiben. Und ja,
werde das hier einfach nochmal etwas kursiv. Du bist toll. Es ist jetzt hier auch gar nicht so schlimm, dass das so ein bisschen verschoben noch aussieht oder so ein bisschen weiter rübergerutscht ist. Wir schneiden uns das nachher einfach zurecht und ja, dann brauchen wir da auch gar nicht drauf achten, wie weit oben oder unten das ist. Dieses Blending kann eine Struktur haben. Ihr könnt euch überlegen, möchte ich unten dunkel, oben hell. So könnt ihr das gerne machen. Ihr könnt aber natürlich auch gerne das total durcheinander verblenden miteinander. Und ich habe jetzt hier drei Farben, die ungefähr zur gleichen Farbfamilie gehören. Also die sind ja alle so aus dem rötlichen und aus dem warmen Bereich. Ihr könnt, wie gesagt, unten dunkel oder oben dunkel, eins von beiden, oder halt durcheinander. Ich entscheide mich jetzt hier für eine Variante, die ein bisschen durcheinander gerät und werde aber auch da von hell in dunkel immer wieder im gleichen Rhythmus bleiben mit der Farbe. Ich werde euch mal zeigen, wie. Schaut euch das mal an. Ein kleiner Tipp noch nebenbei. Ihr könnt je nachdem, wie stark ihr mit dem Buntstift aufdrückt, ja, das ist jetzt hier recht locker, das ist ein bisschen stärker und das ist richtig stark. Und je nachdem, wie doll ihr damit aufdrückt, könnt ihr selbst mit einem Buntstift blenden. Ne? Also wenn ihr unten doller aufdrückt und nach oben immer weniger Kraft anwendet, wird es nach oben immer heller. Und selbst hier ist so ein Blending-Effekt drin. Ihr könnt das gerne so stehen lassen, wenn ihr aber noch einen Weichzeichner da habt,
könnt ihr die Farben quasi noch ein bisschen weicher machen, den Übergang ein bisschen leichter machen. Ist jetzt hier aber nicht ganz so wichtig. Darum geht es im Endeffekt jetzt nicht. Und das ist das erste Wort und ich mag es jetzt schon total gerne. Wir machen einfach weiter. Schmiert den die Reste von dem Buntstift oder die Krümelchen, die hier so entstehen, schmiert die nicht mit der Hand runter. Wenn ihr ein bisschen schwitzig seid in den Händen, kann es passieren natürlich, dass ihr euch so Schlieren übers Papier zieht. Ja. So, ich mag das Ergebnis sogar jetzt schon, also es ist ja noch kein fertiges Ergebnis, aber ich bin von der Farbkombination ja, positiv überrascht, muss ich sagen. Machen wir weiter, wir haben noch ein paar Buchstaben vor uns. Gefällt mir richtig gut. Und ihr seht, ja, die Herzform gefällt mir richtig gut. Auch die Farbkombination von den drei Stiften gefällt mir sehr, sehr gut. Als nächstes möchte ich gerne einen Schatten setzen. Ihr könnt den Schatten, wenn ihr möchtet, mit einem grauen Brushpen, das ist relativ einfach. Oder ihr habt hier einen Weichzeichner, beziehungsweise eventuell auch ein Wattestäbchen oder irgendetwas Spitzes. Vielleicht würde sogar vielleicht ein Schaschlikspieß oder ein Zahnstocher gehen.
jeden Fall brauchen wir einen weichen Bleistift. Ich habe hier ein 2B. Drücken wir gar nicht doll auf. Zeichnen den mit dem Weichzeichen oder Wattestäbchen weich und erzeugen dadurch noch ein bisschen mehr Tiefe. Ein bisschen mehr Schatten. Ja, lass damit den Schatten natürlich ein bisschen natürlicher wirken. Ja. Und das Letzte, was wir jetzt noch machen können, also müsst ihr auch nicht, aber wir setzen noch ein paar weiße Highlights. Okay, wie ihr gerade gesehen habt, klappt das auch bei mir nicht immer beim ersten Mal. Beziehungsweise habe ich gerade momentan kein Händchen für weiße Stifte. Normalerweise lässt mich mein Molotow hier nicht im Stich. Und ja, ich muss ihn, glaube ich, einfach nochmal richtig sauber machen. Aber ihr habt gerade gesehen, dass ich einfach mit der Spitze die Farbe aufgenommen habe. Alternativ macht sich auch noch gut, wenn ihr es denn da habt, einen dünnen Pinsel und weiße Designer Gouache. Die macht sich auch richtig gut, das habe ich auch schon ausprobiert. Oder halt aber auch Acryl aus dem Acrylstift oder vielleicht auch als Acrylfarbe. ja, wir sind fertig. Ich möchte das hier gerade nur noch kurz ein bisschen zurechtschneiden in eine quadratische Form. Ich will bloß einfach mal kurz schauen, wie groß ich das gerne haben möchte. 14. Das machen wir quadratisch. 14 mal 14. Je nachdem, wie groß ihr das gerade gemacht habt, könnte man das jetzt perfekt eventuell auf eine Karte bringen. Ich lasse das jetzt einfach mal so. Vielleicht hänge ich mir das hier irgendwo hin.
Denn der Vorteil auch bei Buntstiften natürlich ist, dass sie lichtecht sind. Ne? Die Farben verblassen im hellen Schein nicht. Und ja, wir haben es geschafft. Wir haben zusammen ein Buntstift-Lettering, ein Kompliment für den Valentinstag oder unabhängig davon, ob ihr den zelebriert oder nicht, für einen lieben Menschen in eurem Leben, ob das euer Partner, eure Partnerin, ob das allgemein ein lieber Mensch ist, ein Freund oder eine Freundin, das könnt ihr euch natürlich aussuchen und ihr braucht dazu auch keinen Valentinstag, um solche Gesten oder solche Komplimente zu übergeben. Das könnt ihr jeden Tag machen, denn glaubt mir, jeder freut sich über ein nettes Kompliment und wenn man gesagt bekommt, dass man geliebt wird und ja, das freut einen einfach und erwärmt einen das Herz. Dazu braucht man nicht den Valentinstag. Aber, ja, kein Aber. Wir sind fertig. Ich freue mich, wenn ich dir was mit auf den Weg geben konnte. Ich freue mich, eure Ergebnisse zu sehen in den sozialen Medien unter dem Hashtag Sonntags mit Lillis. Verlinkt mich gerne at lillis.berlin und ja, dann teile ich die auf jeden Fall und werde sie bestaunen und kommentieren. Und wenn ihr hier einen Daumen nach oben und ein Abo da lasst, damit ihr weiter informiert bleibt, wann neue Beiträge kommen, freue ich mich sehr. Wir sehen uns in 2 Wochen zum mal sehen, was wir machen. Eine kleine Illustration zaubern oder irgendwas, was mit Wahlen zu tun hat. Damit werden wir uns beschäftigen. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bleibt kreativ. Haltet die Ohren steif, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss!